So, wir sind wieder da, wo wir aufgehört haben. Heute bin ich wieder alleine am Start und in der Zwischenzeit haben wir auch hier hochgegrindet. Also die beiden Ladies haben auf allen magischen Fähigkeiten Level 4. Und die Waffen sind gut hochgegrindet worden, von dem her läuft bei uns. Dementsprechend, wir machen jetzt weiter. Und bemühen mal unseren Kanonierkumpel. Okay, Land des Eises Warmascher, ins Imperium wollen wir. Da war man nämlich noch nicht. Los geht's! So. Weg sind wir. Oh yeah. Und willkommen im Imperium in der Südstadt. Ich glaube, Südstadt heißt es, oder? Jawohl. Ach, wie geil. Servus. Sag ich doch, Südstadt. We have arrived. Endlich im Imperium angekommen. So, ihr seht auch vom Level her so ein bisschen gelevelt. Oh, servus. Die ganz nicht so freundlich. So, hallo? Ich weiß, wer ihr seid. Okay. Gemma! Die alle hat große Pläne. Das ist der Geheimcode 634. Gut merken. Keep it up. Let's go. Yo, alter Basti, was geht bei dir ab? Grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Alles klar bei dir? Bist du schon in Quarantäne, Alter? So. Ja, alles cool bei dir? So, hoch. Muss irgendwo ein Shop sein. Klar, musst doch schauen, was du so treibst. Ja, notgedrungen muss ich natürlich zocken. Du weißt ganz genau, auch wenn es keine Quarantäne oder irgend so einen Scheiß gibt, bin ich am Zocken. Von dem her... Schlechte Ausrede. Kauf den Scheiß mal. Ah, ich hab keinen Platz. Ich hab keinen Platz. Was ist das da? Muss ein bisschen was loswerden, meine Freunde. So. Was ist da hier, oder? Welcome. What will it be? Yep, alles super. Ja, ist doch cool. Ist doch gut. Ist doch gut, Alter. Ich hab gehört, ihr wart heute im Supermarkt und war wie bei The Walking Dead. Es ist ein Schmutz, ey. Sorry, ey. Ich komm da immer noch nicht drauf klar, sorry. Dass die Leute es jetzt da so übertreiben, finde ich echt hart. Aber naja. Was willst du machen, Alter? Das sind halt doch irgendwie nur Tiere, wir Menschen. So, dass wir jetzt mir genug Platz geschaffen haben. Nehmen wir gleich einmal mit. Ja, will ich mich heute verarschen. So, und da fliegt noch zwei mit. Anything else? Come again. Come again. Jo. Alle haben den Schaden. Organisation lohnt sich ein Kino noch viel mehr. Alter, kannst aber wecken, Alter. Das muss ich leider auch mal so nicht flexmäßig sagen, ja. Scheiße, das kann ja Spaß den Scheiß nicht tragen, oder was? Kohle rausgehauen.
wir gehen mal ab. Ich kann jetzt mal Sachen verkaufen. Welcome. What'll it be? Kommt Final Fantasy jetzt trotzdem an Ostern raus? Ja. Kommt mal drauf an, ich habe halt eine Physical Version bestellt. Aber notgedrungen kaufe ich mir dann die digitale, auch wenn mich die Physical 300 Euro gekostet hat. Das denke ich auch keinem Menschen erzählen, so ein Scheiß, aber naja. Anything else? So. Anything else? Come again. Aber ja, kommt halt drauf an, wann UPS die liefert. Ansonsten, wie gesagt, Downloads gibt's ja trotzdem. Wird zwar ein bisschen dauern, aber naja, muss ich sagen. Diese Version kriegst du dann inklusive Corona. Ja, Alter. Ich schwöre dir, ich hab mir das sowieso schon eingefangen, Alter. Da mach ich mir gerade eh nicht. Mach ich mir nicht wirklich Gedanken. Wie gesagt, ich versuche halt so viel wie möglich Umgang mit älteren Menschen zu meiden. Dementsprechend, das stört mich das nicht wirklich. Ich versuche älteren Menschen aus dem Weg zu gehen. Ich kenn's mir ja, ich bin eh so gut wie nie draußen. Das Einzige, wo ich jetzt rausgehe, ist zum Joggen, aber da läuft man nicht so oft jemand Älteres über den Weg. Und ansonsten, ja, sorry, mehr kann ich dann auch nicht tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe eh schon kaum raus. Ja, produziert wird das bestimmt in China, das kann schon sein. So, jetzt gehen wir mal rein da. Bist du viel Spaß. Servus. Think you know the secret code? Try it! Kein Problem, Alter. Kenn ich auswendig, Bitch. 634, ich bin Deutsch. Und? 634? Ah, läuft! Ja, die geht aber richtig ab hier. So. Bitch! So, wir kommen im Tunnel von der Südstadt in die Nordstadt. Nice. Ja, wie sieht's da so bei dir aus, Alter? Du bist ja hier viel mit Leuten eigentlich unterwegs. Das ist ja alles viel so Messebranche und so. Bist du jetzt unfreiwilliger Arbeitsloser oder wie sieht's aus? Aufs Maul, jawohl, okay, schön. So. Also hier könnt ihr echt gut Geld machen und auch viel gut leveln und. Naja. Mit Hirnleisten auch ihren Beitrag, indem sie sozialen Kontakt meiden, aber es gibt ja genug Affen, die meinen, nach wie vor feiern zu gehen. Ja, feiern zu gehen oder irgendwelche, die nennen sich so Corona-Partys, Alter. Da treffen sich dann einfach mehrere Leute. Es ist keine Ahnung. Gut, dass ich Menschen hasse halt. Das kommt mir gerade echt zugute. Stirb, Schleim. Wie gesagt, ich kann euch nur killt so viel ihr könnt. Schneiden mal die richtige, Alter. Bitch. Genau, Corona-Partys. Ja, ey, keine Ahnung, was das soll. Spasten. Nein, das ist irgendwie lustig. Ah!
ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es teilweise in manchen Situationen vielleicht doch etwas übertrieben, aber jetzt noch nicht so, also wie gesagt, so schlimm wie in Spanien zum Beispiel. Mein Bruder kommt ja aus Spanien. Der hat da Ausgangssperren, so ein Schmutz, also. Oder dürfen nicht mehr zu zweit oder gemeinsam in Gruppen rausgehen oder irgend so ein Scheiß. Was gibt's ja hier noch nicht mal. Also, wenn man die Füße stillhalten. Ich hab's auch gehört, dass in Frankreich irgendwie das sein soll und dass die jetzt eine Ausgangssperre haben. Ja, aber ganz ehrlich, sexy. Ausgangssperre, ey, I don't give a shit. Sorry. Ich hab alles hier, was ich brauche, Mann. Einzige Ausgangssperre wäre halt übel zum Einkaufen oder so. Ich glaube, in Italien ist das tatsächlich so. Da hast du so ein Zeitframe, wann du einkaufen gehen darfst. Das ist krass. Es gibt ja auch viele, die heulen da deswegen jetzt so extrem rum. Oh, ich bin in meiner Freiheit eingeschränkt. Alter, wirst schon mal klarkommen ein paar Tage, Alter. Ja, das kann schon sein. Wenn eine Ausgangssperre ausgerufen wird, ziehe ich zu euch. Ja, Alter, ey, du bist jederzeit willkommen, Alter. Einen Streaming-Partner kann ich schon brauchen, Bro. Bringst Vanessa mit? Passt, alles gut. Wir freuen uns. Alex ist sowieso krank geschrieben, weil sich Schlüsselbein gebrochen hat, von dem her, ja. Ente. Okay, die Oma hat hier Waffen gelevelt. Was braucht denn die eigentlich noch? Den hat sie, den hat sie, das hat sie, das hat sie. Passt. Genau. Boomerang. Missing. Kick it. Brauchen die Probleme noch? Dauer-Homobus wäre sicherlich auch eine geile Sache, oder? Ja, er ist im Moment auch ziemlich nice, also. Ich hab jetzt, glaube jetzt schon gute 2-3 Wochen Homeoffice am Stück, ist schon ziemlich nice. Von dem her, ja. Könnt's aushalten, sag ich dir. Bin nur mal gespannt, ab 1.4. habe ich ja einen neuen Job. Mal gespannt, wie die Einarbeitung läuft, wenn man da nicht vor Ort sein darf. Ist ja nur ein Abteilungswechsel, aber ja, trotzdem. Ich bin gespannt, Mann, wie das dann ist. Vielleicht dann bin ich per Skype eingearbeitet. Finde ich lustig. Ja, jetzt stirb. Spasti. Scheiße. Hat genug. Sehr schön. Geh weiter. Ich glaube, wir sind so gut wie durch. Oh, per Skype halt. Ich krieg schon hin. Der Hexenwerk, glaube ich. Hier. Weiter. Ich hab's ehrlich gesagt nicht nochmal getestet, das muss ich mal die Tage machen. Aber ab nächster Woche ist das doch eh frei, oder? Das nimmt bloß. Sollte ja ab kommender Woche dann laufen. Quasi. Dann muss ich mal noch die Tage. Mach ich halt vielleicht nach dem Stream mal. Schau ich's mir nochmal an. Also meinst du jetzt mit VPN-Tunnel, ne? Ja. Das hab ich noch nicht gemacht. Muss ich mal machen. Aber beim letzten Mal hat es tatsächlich nicht funktioniert, so easy wie bei dir. Okay, Oma, heil uns mal kurz. Ich weiß, wir sind fast da, aber heil uns doch mal ganz kurz durch. VPN erst an, dann Chrome öffnen und dann sollte es laufen. Wie gesagt, ich probier's noch einmal. Mal schauen, was du kannst. Ja.
Stirb, Junge! Ja, ich bin tatsächlich auch gespannt auf die Serie. Ich glaube, die wird da auch wieder in wöchentlichen Episoden rausgehauen auf Deutsch. Das ist mir halt irgendwie schon an. Ich habe es geschafft, sie komplett zu vermeiden bisher. Ich werde sie mega feiern. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ganz viele haben schon gesagt, hey, hier, zieh sie dir rein. Ich habe sie auf dem Stick und bla und... Wie sie hier in 4K genießen. Voll. Und wir sind durch. Ist schon zweimal durch. Die Episoden sind alle auf Deutsch und Staffel 2 soll angeblich im Oktober kommen. Oh, nice. Also meinst du komplett auf einmal? Oh, you're that swordsman that Gemma told us to be on the lookout for. Welcome to the Resistance. Nice to meet you. What's with the proper act all of a sudden? So, sind angekommen. Jealous. You know I'm only interested in dialogue. Wait! You know Dyla? Of course! Why? Have you heard of the ruins to the east of this town? Supposedly there's a man there named Dyla who's stealing people's life energy. That's what happened in Pandora! But why would Dyla... Hey, also wenn alle auf einmal da sind, wäre schon nice. I'll make sure the Resistance looks into it. So, wir sind da. Sind angekommen. Willkommen in der Nordstadt. Chrissy had to grow up too fast. Ja, komm. Quatsch mir mal nicht voll, Alter. So. Ja, ich glaube auch, dass ich die hart durchsuchten werde, sobald es free ist. Und werde ich es auch hart krachen lassen. Hast du mittlerweile jetzt mal The Witcher dir gegeben, Mann? Jetzt nein sagst. Muss ich doch mal rüberfahren und aufs Maul hauen. Hier den Gear, der besser ist, oder was? Die Kohle zum Fenster rausgeschmissen, aller übelster Sau, den Kollegen. Also, das ist besser, der Ring ist besser, der hier Tanga ist besser. Alles klar, man kennt ihn. Können wir alles wieder verticken. Fürs dran erinnern. Ja, Alter. Wie gesagt, eigentlich könnt ihr halt hart aufs Maul kauen. Ich hab, ey, wie lange ich dir vorher schon diese Serie geteased hab und du Penner hast sie bis heute nicht gesehen. Schimmler. So, wir sind komplett gegiert. Let's do this. We're ready, man. We're ready.
Ich will auch James Bond sehen, Mann. Aber haben sie ja ein bisschen Herbst verschoben wegen diesem scheiß Corona-Schmutz. Ey, das kotzt mir auch so hart an. Ich wollte den Film. Ich habe mich so auf den Film gefreut. War noch Preview-Karten, haben wir auch noch richtig geile Karten gekriegt, Mann, weißt schon. Film für den Arsch. Alles für den Arsch, Mann. Ja, Bloodshot wurde abgesagt. Fast 9 ist bis auf nächstes Jahr verschoben. Ey, das ist richtig übel, Mann. Richtig, richtig übler Scheiß. Black Widow kann seinen Arsch drauf wetten, das wird sicherlich auch verschoben. Ja, hätte ich auch gesagt, Basti, aber ja. Ich meine, ich bin dir ganz ehrlich, ich kann verstehen, warum sie die Filme verschieben, weil es geht ja keine Sau ins Kino, beziehungsweise darf ja keiner gehen. Also die werden ja jetzt in Zukunft auch dicht gemacht. Ne? Also, deswegen kann ich schon verstehen. Aber ja, weiß nicht. Wenn sie es jetzt so in den Sommer verschoben hätten oder so, ne? Aber da liegt es dann wahrscheinlich wieder, weil die Leute im Sommer nicht so gerne ins Kino gehen und bla 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 bla. Kennst ja den ganzen Scheiß. Ach, aber ja, wie gesagt, ich finde es gerade auch. Entertainment-Branche kriegt gerade auch ein bisschen auf den Deckel. Auch die ganzen Produktionen von Witcher Staffel 2 und so, ne? Wird jetzt alles gestoppt, auf Hold gesetzt. Alter, hab auch schon gesehen, hast du hier schon den neuen Batman gesehen mit seinem Batsuit und seinem. Das Batmobile finde ich jetzt gar nicht so schlecht, aber. Ich kann mich da mit Robert Pattinson überhaupt nicht anfreunden, muss ich da ganz ehrlich sagen. Hey, Oma! Pamela? Da liegen dann halt die Kohle. Are you okay? Ja, Mann, aber der Typ ist sicherlich. Ja, sehe ich genauso. Mann. Shut up! Shut up! I won't go back. Dylok and I are happy here. Leave us. What do you think? Hure! This is revenge for taking him from me in the first place. He'll never be yours. What? But Pamela, that can't be. It feels good to come out on top. Das kann man auch anders verstehen. Boah, voll eine gegeben, Alter. Hurensohn! This isn't what I wanted. Ja, die Karre sieht echt nice aus. Ja, das stimmt. Finde ich auch. Come on, sis! Hat ihr voll eine gegeben, Alter. Voll der Knockout. Chrissy, can you take care of our friend for now? It's... Okay. Okay, warum vermöbelt ihr die Leute? Thank you. Thank you. Leave this to us. You go help Dylok. Voll eine gebatcht. Okay, los geht's. Wir gehen rein. Typ. Zombies, Alter. Stufe Level 6, Alter. Was geht denn jetzt? Jetzt ab. Okay, wer halte ich da die ganze Zeit? Welcher Schmutztyp? Schon wieder. No way. Ich muss mal unseren Kollegen hier nehmen. Steht schön, was geht. Killen die Viecher vor Rückweg. Uns, Junge. Ja, Junge. Schön. Shake it, Baby. Was haben wir für einen Orb drin? Und die Lanze, beziehungsweise Speer, ist ja immer ein bisschen falsch übersetzt hier. Take that!
So. Also wie gesagt, falls man es hier vorhin der Text nicht so hergegeben hat, der Macker von der Grim ist hier und oh, guckt mal, was er hier so vorhat. Er saugt angeblich den Leuten die Lebensenergie aus. Hier, level up, bitch! Ja, und Grim hat halt erstmal die Alte da vor der Tür voll knockoutet. Was hast du jetzt eigentlich noch für eine Waffe? Du bist fertig, oder? Ging gut. Ah, nein. Speer. Statt voll aufladen, ist immer noch eine bessere Variante. So. Sehr schön. Und auf der anderen Seite war auch noch ein Orb. Also so viel zum Thema für euch. Wenn ihr das hier zockt, dass ihr hier die Orbs nicht liegen lasst. Die liegen, Junge. Hexerauge ist weggetreten. Na ja, dann. Ne, wir sind ja noch relativ am Anfang. Vielleicht kann ich da die Waffen gleich upgraden. Null Bock. So, was ist hier drin? Eigentlich müsste man langsam mal einen Axtorb kriegen. Hier. Stirb, Wimmer, Auge. Müsste, wie gesagt, eigentlich mal Axt sein jetzt. Bogen. Ich glaube, ich habe irgendwo einen Axtlobby übersehen. Danke dir, Alter. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ne? Lass was von dir hören. Und wie gesagt, wenn Ausgangssperre ist, sagst Bescheid, kommst vorbei. Läuft.
bisschen zu lazy bin, rauszugehen. Mach mal erst den Dungeon fertig und dann. Hier geht schon mal nix. Na, ich will mal ein bisschen aussortieren. Schon noch nicht zu gehen. Ich will erstmal durchheilen. Da sind manche Kollegen schon gut low. Pure water. Weggetreten. Das ist immer kein Zombie, sondern ein Ghoul. Komm, verwandel dich wieder, Mann. Jawohl, Prim Level 737. Rot. Biatch. Pois. 37, so jetzt mal alle auf dem gleichen Level. Läuft gut. Ach, Scheiße. Mimik-Truhe. Also, es gibt's hier auch. Bevor er einen Abgang gemacht hat. Versterben. Ah, ist immer nur Schmutz in den Thronen. Muss man auch mal wirklich so klar sagen. Und wer hat Level Up? Grim. Mal, ob sie noch was tun kann. Okay, 4 passt, 4 passt, 4 passt, 4 passt. Nö, die ist auch fertig. Dann kriegt sie ihre Standardwaffe. Na, Waffe. Sehr schön. Eigentlich nur, ich put Poi was zum Leveln. Ansonsten kann man erstmal nichts mehr tun. Junge! Nach der Popo, was wir hier wie die genug frei. Passen. Der Dreizack. Ja, ist eigentlich auch nur noch der Dreizack und dann passt's. Tot. Tot. Natürlich.
tot sein, oder? Nochmal. Wieder nur Schmutz. Bomber, kein Platz. Echt verhältnismäßig viel aus, diese blauen Blobs. Mal ankommen. Sehr schön. Kriegst du das Projekt hier bald mal gebacken, Oma, oder wie sieht's aus? So, hier ist irgendwo ein Schalter. So, wir sind ja von hier gekommen. Schauen wir uns um. Oh, hallo. Wir kommen gleich wieder rein. Echt laut das Game. Du musst den Sound runterdrehen. Das Game müsste leiser werden, wenn ich rede, im Regelfall. Dem ist es sogar schon von der Lautstärke reduziert. Zusätzlich noch. Auf so kleinen Raum. Hängt man nur aufs Maul, kein Bock. So, ich hab's jetzt aber mal runtergedreht. Dann passt. Oh.
and he's trapped. Leute, spart euch die Wolken zu kloppen, geht mit Waffen innen. So bastisch. Bastisch. No way. Ach ja. Damit schauen wir jetzt aber mit der Popoye die Waffe relativ schnell hoch. Und erscheint eine Tür. Das ist schon mal gut, aber hier oben müsste nämlich auch was gehen. Jawohl. Vielleicht mal? Ich hab definitiv was übersehen. Ah, oh, Schwertdrop. Ist geil. Können wir wieder hier unser Schwert hochleveln, unser Mana-Schwert. Ist doch geiler Scheiß. So, jetzt gehen wir mal die Treppe runter und gehen in die geheime Tür, die jetzt sich gerade geöffnet hat. Der Schleim hat's gerade gekriegt, du leck mir. You asked for it. Na komm, runter mit dir. Jawohl. So, mal schnell durchheilen hier. Die Typen hausen gerade hart ab. Hau die Truhe zusammen, Oma! It's the progress, keep going. Not today. You asked for it. Alter, der aufs Maul gekriegt. Komm näher. Die KI ist manchmal so scheiß dämlich, ist echt nicht mehr lustig. No way. Was? Die ist doch gerade geheilt. Ach so, ein Schmutz. Sorry, ey. Thanks.
ist down. Jetzt sind wir langsam angekommen sein hier, oder? Nö, immer noch nicht. Oder? Ist bald mal fertig oder was? Ach, die ist schon fertig. Ja, für. Kann wieder einen Dö nehmen. Und jetzt auch da. Das hätte ich jetzt gleich schon fünfmal gesagt, aber okay. Da. Beide tot. We have arrived. We have arrived. Endgegner-Time. Ich glaube. Bin mir nicht ganz sicher. Sein? Mich würde trotzdem nochmal interessieren, jetzt haben wir mit drauf auf, beziehungsweise Erdrutsch. Was abzieht. Ja, nuke mich nur, Junge. Lass mal Feuerball probieren. Oh yeah. Das war's schon wieder. Not that hard. Was gibt's für ein Orb? Stunden später. Peitschenorb. War jetzt nicht so schwer. Ist er der Dulak? Dylok! At last, I've missed you so much. Ich würde dich aber nicht trauen. I'm so glad you're safe. Dem Typen muss einer eine ballern. What are you doing? Pesky girl. Where did you send her? Bring her back now. The mighty Thanatos has need of her. Or more specifically, her blood. Alter. How could you? You have no soul. Do you know how worried she's been for your sake? I don't care if you're under some spell. She loves you. And you've gone too far. Ui, jetzt ging er aber ab. Ouch. What have I been? No. Thank you. I can think clearly again. Move, are you crazy? Are you crazy? Please help her. She's in terrible danger. There's a door behind the altar. Go. Here it is. Los, los, los.
schnell rein. No. Hat es voll eine gegeben. You should stick around. This girl's life force is stronger than I expected. She'll make a fine specimen. Scheiß. What? No. This is impossible. How? Where am I? What's wrong with you two? We can move. I see. Dylok must have transferred some of his life force. He never fails to impress. All the more reason why we can't let him slip from our... I have no more need of you fools. Vampire, do with them... Jetzt kommt der Vampire. Mal gucken, was der Typ drauf hat. Ich glaube... Hey Oma, du darfst auch mal. Ich weiß nicht mal, ob das Feuer war. Alter, was macht der mit mir? Ich höre dir noch. Ja, Mädels, das sieht gut aus vom Damage her. Ich muss auch mal ruhig Flammenwand machen. Flammensäbel wollte ich schon immer mal machen. Boah, Alter, jetzt geh halt nicht denn ständig da hoch. Alter, ist das dein Ernst? Sein, oder? Ah, immer noch nicht. Kein Stress. Nee, nicht schon wieder, ey. Jetzt bist du mal da. Game over, bitch. That's it, boys and girls. So, was haben wir für ein Orb abgestaubt diesmal? Boomerang. Der Dylok! Dylok! Hey. We should go. Don't worry. What matters is that he's alive. I'll find him again. I know I will. I know it. Alright. Bin jetzt hier. Ja, Gott sei Dank. Ich dachte, ich muss den scheiß Weg wieder zurücklaufen. Okay. Das heißt, wir müssen. Das war ja der letzte Ein- oder beziehungsweise Ausgang, den wir betreten haben, deswegen. Führt er uns hier hin. Alles kein Stress. Ist gar kein Stress. Ist ja gleich hier. Die Gegner sind auch keine mehr da. Von dem her alles cool, alles cool. Alles cool. So, ich gehe hier Treppen runter. Aber der hat gerade gut aufs Maul gekriegt, der Kollege. Zurück in der Nordstadt, ey, servus Oma. Alter. Also Gespräche hier. So, jetzt erstmal hier beim Schmidt. Schmidt, sag ich schon, Alter. Beim Schmied. Unsere Waffen hochleveln lassen. Wir das tun können. Servus Heinz. Aber hallo. Sieht's nice aus. Excalibur.
ist das? Hellebarde. Kettenpeitsche. Jetzt Silberpeitsche. Bogen kriegen wir auch hoch. Stats ist Silberbogen. In der Sonne? Nein, Titanenboomerang. Okay, 13 haben wir noch nix. Passt. Thanks, Bro. So, jetzt erstmal knacken und den Spaß abspeichern. Der Innkeeper ist wieder mal gut drauf wie Sau. Danced hart ab. Jetzt gibt's hier wieder Gespräche. We managed to sneak into the Empire. That was not fun. I was on edge, worried we'd get caught at any second. But it was thrilling in a way. Careful when sitting pawn the Empire. Who's there? Just me, Neko. Me. Was ist dieser Wuchertyp, Alter? Passing by and smelled your money. I mean, my favorite traveler is. Yeah, genau. The Empire is not a friendly place for a cat trying to make a living. Soldiers keep throwing me out on my tail. Hast doch verdient bei deinen Preisen, du Arsch. All I've got to show for my efforts at setting up shop is a lot of profit. But now that I found my favorite traveler, if it'll help. Hey, that varmint, come back. There goes my. I'll see you all later. Hat er ihn rausgeschmissen? Good question. Sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Das hat Spaß gemacht. Let's sleep a bit. Gehen Sie erstmal ins Quartier zurück. Schauen, was die uns so erzählen. Hauptquartier. Servus, Leute. What's wrong? I see. So Dylak had. Dylak. We discovered this was all Thanatos' doing, but it looks like you already knew that. We've gotten word that the Emperor wants to call a truce. It's hard to believe. He says he wants to disband the army and restore the Empire. Should we trust him? She won't listen to anything the Emperor says since she lost Song. Finally, we've managed to make the Emperor change his mind. It's what this resistance movement has been working for so. Ihr seid ganz schön naiv. Come with us. This is it. Tylik will be himself again, and there'll be no need to worry about the Mana Fortress anymore. We'll go on ahead. Let go. Go, go, go. We leaving. Und wir gehen hoch. Also, Waffenstillstand schlagen die vor, bla bla bla, das Imperium, ich glaube denen kein Wort. Und da oben ist deren HQ. Ich muss mich hier auch nochmal umschauen. Keine Ahnung, ob es hier irgendwie Orbs gibt oder so. Aber wir machen uns mal auf die Suche. Wir schauen uns gründlich um. Servus, Alter. Schmutztyp. Naja, komm, hier ist der Nächste. Aber ich glaube, ich kann mich gerade nicht so wirklich umschauen. Stehen alle vor den Eingängen, die Typen. Ja, schaut euch an. Da, Schmutztypen. So. Huh? Where's Chrissy and the rest of them? Na, schau, ich sag's euch doch. Ist das der Imperator oder was? I'm... What it takes to remember. Perhaps I shall make it a national holiday. Let's commemorate the day that pesky resistance was eradicated. Widerstand ist zwecklos, dann zeig mal. What? Wer hätte es gedacht? Das Imperium hat uns verarscht. Ja, ach nee. Let us out of here! Emperor Bantol calls himself a cooler?
dreckiger Hund. Will gern dir aufs Maul hauen. Okay, was geht jetzt ab? Let the others out. Relax. Don't want to be too hasty. Okay. Was auch immer da unten ist, kriegt auf die Fresse. Na dann, lass mal knacken, Leute. Salamando. Shit. Bombe irgendwas abgezogen, sag mal. Oh, Alter, ich krieg noch einen Fass mit mir selbst irgendwann. Dabei und was zieht das der Shit ab? Eigentlich bin ich mir relativ sicher, dass das da stärker war gegen ihn. Oh, so ein bisschen. Was ist schon los? Schmutz! Und das kriegen wir für den Orb geschenkt, weil, sorry, der Gegner war tatsächlich geschenkt. Entschuldigung. Musste raus. Konnte ich nicht unterdrücken, meine Freunde. Bravo! Klaue! Da gehen wir jetzt noch nicht lang. Lass uns nicht nur drüber jumpen. Gibt's hier. Ah, habt ihr das gesehen? There's a chest. Jump over, guys. Wahrscheinlich wieder nur Geld drin oder irgend so ein Schmuck. So. Und hier. Ja, wie erwartet, 1000 Tacken. Natürlich hier eher Peanuts. Wir haben richtig viel Asche eigentlich. Hallo? Hier mal mit den Waffen jetzt auch gucken. Also bei ihm ist das Schwert ganz gut aufgehoben, das kann man leveln. Bei ihr, glaube ich, geht auch mit der Hellebarde auch was. Das passt auch. Aber du, das haben wir jetzt gerade erst gekriegt. Du kannst dich mal mit der Peitsche etwas austoben. Schon. Ja. Der Junge! Die Fresse gekriegt. Wir gehen weiter. Jungs, wir haben euch befreit und Mädels. Praxis. Elbow. So, wir holen uns jetzt den Imperator Motherfucker. The Emperor. That's it. War Gegner pretty easy. Gehen schnell drauf. Unkompliziert. Mag ich. Wow. Das dritte. That's it. Schon ziemlich nice. Is he down? Tot. Level 39. Machen Progress. Machen Progress. Stirb, Schmutzboy. Doch mal, jawohl. Yeah.
Jawoll! Alles schön auf Level 39 hochgepusht. So, muss das sein? Ein Orb? Man kennt ihn. Axtorb, na, es wurde auch langsam Zeit, meine Freunde. Ja. Jetzt direkt wieder eine Truhe gespawnt. Noch eine Peitsche. Läuft. Nochmal Axt. Ja, hab dann mir reingeschoben, weil ich ihn da irgendwo liegen hab lassen, oder? Kein Platz für Bomber. Ja, ja, ich nehme ihn mit. Nehme ich immer mit, meine Freunde. Hier, du hast irgendwo einen Axtorb liegen lassen. Wir schenken ihn dir so. Hier, Schmutz. Wieder so ein Ding, Alter. Nice. Diese Ritter droppen auch richtig Kohle. Also wenn ihr mal Kohle farmen wollt und ihr nicht so hart gegrindet habt wie ich kann euch diese Ritter hier nur empfehlen. Die geben richtig Asche. Zumindest für den Ort, wo ihr da in dem Moment seid. Ach, Junge, jetzt machen wir einen Abgang hier. Ja, schön. Go in. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, die zu killen. Die geben auch gut XP. Oh, da sind die Ninjas. Ninja. Wieder. Da komm, Junge. Tot. Vor allem sind wir ja rechts lang gegangen, ne? Habt ihr mitgekriegt? Jetzt gehen wir über die linke Seite. Alter, wie sie ihm einen gegeben hat durch die Wand. Hätte ich auch. Fall dir? Möchte gerne Hayabusa. Komplett uns. Ach komm. Hier noch was? Nö. So, wir sind relativ weit oben angekommen. Wieder ein Bomber. Also in den Thron ist aber auch nur Schrott drin. Oh, jetzt gibt's aufs Maul, Junge. Ja, Verteidigungsbooster, was für einer, ey. Ja, der ist tot. Scheiß drauf, Mädels, let's go. So toll. Aufs Maul. Das ist mal eine gute Arbeit, ey. Bam, jawoll. Auf die Waffe. What's Typ? Kill them all. Kill them all. Ja,
da geht schon mal nix. Kurz Typ. Frei. That's it. Jawohl. Muss das über die rechte Seite gehen und dann hier lang. Okay. Wir werden es rausfinden. Ja, yeah, genau. Ihr müsst da dagegen hauen, sorry, ey. Ich hab's jetzt gerade ewig nicht gerafft. Oh, wen haben wir da? I should have guessed the legendary swordsman could handle a fight. I see how Geshtar and Thanatos have such trouble. One more chance. Please give me one more chance. I'm off to the palace. You fit? Yes, sir. Reclaim my honor. Na los, Alter, dann zeigen wir, was du auf dem Kasten hast. Der Mofa-Mann. Wir beide wissen, dass du ganz schnell einen Abgang machen wirst. Und damit meine ich nicht mit deinem Mofa wegschüren. Alter, jetzt hat er mir aber zusammengeschürt, ey. Mal schauen, was der Windstoß abzieht. Kann ich sagen. Nix oder was? Jetzt euer Ernst? Dann hauen wir die halt mit dem Schwert zusammen, okay, nix. Ein Punkt. Das zieht ihm alles echt nichts ab. Das ist ja krass, Alter. Ja, dann killen wir dich jetzt so. Die Schnauze. Don't waste my time with magic. Das war's schon? Wie ich eigentlich nichts abgezogen hab? Naja, auch gut. Sorry, Leute, ich hab keine Ahnung, gegen was der nochmal weak war, magic-technisch. Bravo! Lanzenorg, aber das ist bestimmt ein Speerorg diesmal. This is the end of the line. I'm going to burn this whole place down! Der Typ geht ab. Oh no! This could get ugly! What's that sound? Ein einstürzendes Gebäude? Is that truffle? Am I too late?
Bet you wanna hear how I got here, huh? Keine Zeit für lange Vorträge, Alter. Of course. He's gotten so big. You know, he can even fly. He just took off all of a sudden, so I hopped on. And now I'm here with you guys. He might be big, but he's still a baby. I think he thinks you're his parents and was feeling a little homesick. Here, take this flammy drum. Oh yeah? I've been training him with it. Karate Kid Trommel, Alter. Just sound this drum, and he'll come straight for you. Anyway, let's blow this popsicle stand. Oh, actually, could you drop me off in Matengo on your way? Nee. Das ist schon ein bisschen zu viel verlangt, Alter. Wir haben unseren eigenen Drachen. Ist das schön. Er hat uns gerettet vom einstürzenden Gebäude. Was für ein schönes Tier.